Warum bin ich nicht mehr am Rad? Das finde ich ja sehr kritisch. Ich weiß nicht, was hast du gemacht? Warum bist du nicht mehr am Rad? Mensch, wofür brauche ich denn die ganze dunkle Materie also, auf? Können wir das dann erklären? Ich habe dich geholt hab und doch. Ich habe jetzt wieder eine Armee. Deswegen habe ich euch beide. Bevorstehende Ratswahl, was? Ja. Galaktischer Rat. Naja, es ist egal, basically. Hauptsache, es ist ein Spiel am Rad. Und die Clans, die machen mir Angst. Oh, Torkel macht mir Angst inzwischen. Wer macht dir Angst? Ach, dieses Mega-Reich hier oben nur. Also nichts Großes. Das andere gefallene Reich, gegen das wir eigentlich auch noch Krieg führen. Meinst du jetzt die Watchers oder? Nein, Torkel! Torkel Mediators! Wie war das? Wait, die sind auch erwacht. Ja. Ich kämpfe hier gegen zwei. Was mache ich? Alter, ja, du bist der geisteskrank Pandora. Ich bin ja. Hä, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Mirvis. Oh Gott, hier. Die Grenzen hier drüben sehen echt furchtbar aus. Es ist ja fast schon heiliges römisches Reich so ungefähr. Aber das war noch schlimmer. Jedes System ein anderes Land. Wo springen wir hin? Leute, Reinforce. Nein, ich weg da! Attack. Warum konnte meine Flotte nicht mehr wegbewegt werden? Ich kann überhaupt nichts machen. Meine ganzen Flotten sind im Kampf verwickelt plötzlich mit dem, obwohl ich sie ja weghaben wollte. Wähl sie mal aus. Das System wähl sie aus. Und unter deinem General sollte zurückziehen stehen. Unter meinem General. Unter welchem General? Indem du deine gesamten Flotten alles zusammen auswählst. Ja, in dem System. Hast du ja zwei Seiten. Den gegnerischen General und deinen General. Da hast du deine Flagge noch. Ah ja, zurückziehen. Genau. Verstärkung ist auf dem Weg. Und die hier im Militär macht auch zurückziehen. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Die sind jetzt vermisst. Ja, die springen einfach weg. Ach so. Keine Angst. Spaceport lost. Die gehen sich selber rein. Mega-Schiffswerk, vollständig Status untätig. Achso, Konstruktionsschiff. Dass er jetzt sagt, dass ich meine ganze Kolonie verloren habe. Was kann der Konstruktionsschiff sonst noch so bauen? Hier hinten haben wir eine Station in Hyperese. Warum habe ich eigentlich nur noch ein Konstruktionsschiff? Ich hatte mal zwei. Auf Moffat zurückgekehrt. Komm mal überall Orbitalringe. Ich krieg so viele Flüchtlinge. Das ist nicht gut. Na, irgendwann gibt's wirklich die AfD-Fraktion bei dir. Research complete. Gibt's das inzwischen schon? Oje. Was hab ich denn für Fraktionen? Ich habe. Das ist der graue Sturm. Ach, wer hat's aufgemacht? Was? Ich muss Schiffe bauen, und zwar sofort. Was ist das? Was ganz Schlechtes für uns gerade. Das ist das Eltor. Ja. Warum machst du das auf? Pandora. Ich hab's nicht aufgemacht. Pandora, hör mir kurz zu. Ich werde es jetzt jinxen. In den nächsten 30 Jahren kommt die erste Krise an. Ich hab's jetzt offiziell gejinxt. Bereiten wir uns auf das Endgame vor, liebe Freunde. Schön, dass das passiert, während wir mit den Gefallenen im Reich im Krieg sind.
Ich brauche Mineralien in dir, Lust, und zwar alle, die du haben kannst. Ich habe keine mehr. Alle, und zwar sofort. Ich habe keine mehr. Ich habe gerade Schiffe reingehauen. Es ist schlecht, weil jetzt fange ich an, 1300 Schiffe zu bauen. Ich habe gerade 800 Mineralien. Oder Legionen. So. Was kann ich machen? Zugriff auf Fragment 1, 2, 3 und Kommunikation beenden. Kommunikation beenden. Außer du willst die Lore lesen, dann kannst du auch die Fragmente lesen. Dankeschön. Nehmen. Okay, ich bin gerade unterwegs zu meinem... Zwei Titan. Hm. Da ist nämlich eine Feindflotte, eine 50k-Flotte aufgetaucht. Ich glaube, ich werde mich von der Front zurückziehen. Ja gut. Wenn das niemandem was ausmacht. Nutzung. Incoming Transmission. Ich gehe in den Wirtschaftsfaktor und hilf beim Kransturm mit, okay? Es würde mir genügen, wenn du es schaffst, den Kransturm hier oben festzusetzen. Wo oben? Ping, ping. Da oben? Ne, da oben im Hauptsystem von dem Sachen. Gib mir ein Jahr und ein paar 10.000 Legierungen. Dann kann ich Spaceport under attack. Bei meiner mega legitim. Spaceport lost. Meine mega Schiffswerft wurde in den letzten 6 Monaten voll online. Ich kann jetzt produzieren. Wie ist der graue Sturm da hinten hingekommen? Alter, dieses verfickte Ding! Ich krieg hier doch die Krise! Spaceport hab ich ja lost. Schon. Der graue Sturm greift das gefallene Reich an. Das ist echt umso besser für uns. Oh ja, das war schon wieder gut. Ja, alle gegenseitig. Ja. Puddelrohr. Ist mir recht. Wieso wollt ihr eigentlich sterben, Flotte? Wieso wollt ihr einfach nur sterben? Die Antwort darauf lautet, ja, sie wollen sterben. Weil sie ja, sterben nein, die wollen. Wollen einfach nur sterben. Ja? Ich versuche sie irgendwie zu micromanagen, gerade um Richtung nach Hause Chips zu kommen, upgrading. Aber sie wollen immer durch irgendwelche L-Tore springen, um zu sterben. Ja, ist doch logisch. Ja, sie nehmen immer die kürzeste Route. Spaceborne Lifeform encountered. Nein, sie nehmen die dümmste. Ich hab's gekillt. Was? Putab? Was ist Putab? Jetzt kommt noch die Krise an, die erste. Wir sind am Untergang geweiht. Hurra! Warum ist hier jetzt ein Reich mitten in mir drin wieder gespawnt? Oh, fuck. Situation okay, Leute, updated. Auch noch die Anbin. Warum spawnt es immer in mir? Gott, nein, die sind viel zu groß, die sind viel zu groß. Umdrehen. Ein drauf. Glaub mir los, drauf. Die willst du vernichten und zwar sofort. Weil wenn wir die jetzt nicht aufhalten, ja, wir haben 371.000 Flotte, ich habe 100.000. Es ist egal, die da los, rein da. Ja, dann vernichte er nur seine Flotte damit. Kommt da jeden Tick 500k neu raus. Jeden scheiß Tick. Ja, trotzdem bringt's mir nicht, wenn ich da meine Flotte jetzt in den Tod checke. Daedalus, halte einfach dein Loch hier drüben. Der hat einfach... Diese Flotte ist einfach fünfmal so stark wie meine, die ich insgesamt habe, die da rauskommt. Rick, Bricker. Tony, kümmer du dich darum, dass da oben still ist? Rick, wir werden jetzt ordentlich leiden und wir werden da jetzt ein paar Mal reinfliegen müssen. Mit was soll ich denn da reinfliegen? Ich habe eine 47k-Flotte gerade mal. Das ist alles, was ich habe. Du musst nur meinen Schiffen folgen. Ich mach den Rest. Ja, wir müssen erstmal wieder entpausieren. Weil ansonsten sind wir hier morgen noch um die Uhrzeit. An Alien Empire. Scheiße, Communications.
Und zwar jetzt sofort. Station under attack. Spaceport. Was soll ich machen hier? Auch von einer Kooperation oder? Inquirers, das sind die Bösen, die will ich nicht. Extradimensionale. Evading hostile fleet. Rein da! Hostile station engaged. Mining station lost. Na gut, die meisten ihrer großen Schiffe sind tot. Und sie kriegen Report. Station under attack. Oder? Ne, doch. Kriegen wir auch. Mining station lost. Ja, jetzt muss ich ja erstmal wieder eine Sternbasis hinbauen. Spaceport lost. Doch, Reinforcement ist hostile da. Fleet engaged. Ja. Fangen sie ab. Ja, die kommen nur ständig wieder neu rein. Das ist egal. Die hostile Fleet engaged. Irgendwann haben sie keine Flotten mehr. Ist jetzt. Moment. Wo ist jetzt meine Wetterflosse? Wo kaputt ist die? Ich hab keine Ahnung. Nein, Flotte, ihr bleibt hier. Wenn irgendwer eine. Jetzt eine K-Flotte von mir sieht, ich sollten wir nicht einfach reinfliegen und den platt machen jetzt? Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Einfach rein. Also auf Potab jetzt fliegen. Auf Potab. Hatten wir nicht schon mal eine Schlacht bei Potab? Ja, die große Schlacht bei Potab. Ja, Potab ist irgendwie ständig Kriegsschauort. Das Ding ist, wenn wir den besiegen, ist es von die anderen zwei nicht. Okay. Also die anderen zwei von seinen Brüdern. Ja, können wir weiterlaufen lassen? Ja, ich warte. Auf wen warten wir eigentlich? Ich suche meine scheiß Flotte. Wo ja, dann macht es doch, während es läuft. Es läuft sowieso langsam. Ich muss einen grauen Sturm aufhalten da oben. Und da brauche ich Flotte und zwar jetzt. Nicht morgen. Jetzt. Gut, sterbt dann alle. Ich muss Flotte suchen gehen, weil ich habe selbst keine Flotte. Hostile Dimensionsportal vernichtet. Jetzt. So, jetzt müssen wir hier noch Evagima wieder einnehmen. Pandora, bist du bereit? Aber für was? Evagima. Ja, warte kurz. Da ist noch eine 156k Flotte. Lass mal das Gucken erstmal kurz reformieren. Evading hostile fleet. Und jetzt geht die natürlich schon weiter. Research complete. Ich habe halt auch keine Möglichkeit, das einzunehmen, solange mein Spaceport under attack. Konstruktionsschiff die ganze Zeit von der Flotte fliehen muss. Warum sind die Torkel bei mir jetzt im System? Wie kommen die überhaupt da rüber? Oh! Was ist jetzt wieder los? Die Watchers sind gerade aufgewacht. Und wer sind die Watchers? Hallo! Ach, wo ist meine Scheiß an? Wo ist meine Flotte? Ich bin die Flotte nicht. Kannst du nicht einfach auf die Flotte gehen und zentrieren drücken, Johnny? Ja. Nein, weil die wird mir nicht angezeigt. Die wird mir nicht angezeigt. Weil man wieder irgendwelche Mods installiert hat, hm? Nein, das liegt nicht an den Mods, verfickt nochmal. Ich kann die Mods mal gerne rausbauen und neu starten. Ich will trotzdem nicht finden dadurch. Das ist irgendein scheiß Bug, keine Ahnung. Wieso entstehen Bugs? Weil man Mods installiert. Es liegt nicht an der Mod, der los ist. Jetzt hör auf, mich so zu machen, for fuck's sake. Kann ich auch kicken? Ich bin Host, ich kann alles machen, wenn ich will. Punkt. Wie würden wir also, denn los kicken? Wir sind einfach jetzt chill, okay? Wir sind chill. Ich bin jetzt chill. Du bist nicht gechillt, du bist total salzig. Ja, weil ich meine scheiß Flotte nicht finde. Weil du mich deswegen kicken willst, kannst du das gerne machen. Da ist die scheiß Flotte, meine Fresse. Wo zum Pick wart ihr, Picker, bitteschön? Hinterm oder was? Ich möchte euch gerne mieten.
Wer ist da mit seinem Konstruktionsschiff? Ohne Was macht Witz. Locken da? Klemmt. Warum klemmt Locken mein Gebiet? Hm. Der hat einfach ein Ding gebaut. Nein! Nein! Construction complete. Research complete. Alter, der Locken, der kotzt mich an. Der klaut mein Gebiet einfach. Lass mich mal kurz, dass wir gegen drei gefallen haben. Ich hab unten gerade eben noch gesagt. Wir kämpfen immer noch gegen die Krieger. Alter, gegen was kämpfen wir hier alles? Das ist ein interdimensionaler Krieg. An alien empire has established communications. Mir reicht schon eine Dimension. Ja, weil wir sie verlieren. Enemy troops landing. Research complete. Planet lost to invasion. Ich habe 60.000 anscheinend in den Sand gesetzt, weil die Scheiß. Du hast übrigens eine 400.000 starke Flotte, die dich gerade angreift. Von den Watchers. Wo ist. Geil, ich hätte gerne. Die ist ziemlich nah an meinem. Spaceport under attack. So. Alter, das kann aber nicht wahr sein. Der ist eine Millisekunde vor mir in dem System und dann darfst du deswegen voll Feuer bauen. Kann ich dem irgendwie dem Locken einfach jetzt Krieg erklären? Ich will den loswerden. Wie viele von denen soll ich denn noch führen? Ich würde gerne hatten, aber ich habe keine scheiß Flotte dafür. Weil ja, die und Flotte, wie viele von denen soll ich denn noch führen? Ich würde von gegen drei gefallene Reiche. Die ich anheuern will? Verpuffen in Luft. Ich hab's doch schon 60.000 in den Sand gesetzt, warum auch immer. Und ich weiß nicht warum. Weil jeder da auf entpausieren will, aber ich nicht auf mein Leben klarkommen kann und es keiner irgendwie respektieren will. Ne? Ja. Gut, dann. Ja, also du respektierst aber auch nicht, dass ich versuche, fucking mehrere Fronten gleichzeitig zu halten. Ach, ich würde es gerne respektieren, aber ja. Wie gesagt. Bitteschön, 60.000. Danke. Bringt mir zwar was, aber ich habe trotzdem keine Flotte. Weil, warum auch immer, wenn ich meine. Wenn ich meinen. Meinen. Wortfall mir ein. Meinen Söldnern befehle, löst einen Vertrag mit den Clan-Leuten auf, damit ich die mieten kann. Sind die Flotten irgendwie immer wieder weg. Aber ich kann... Weil er das vielleicht mit dir machen kann. Er kann auch zigtausend sagen und dann, ja, ihr arbeitet doch wieder für mich, Leute. What the fuck? Das geht? Natürlich geht das. Ja, Du musst sie doch nur genügend mögen oder sie in deinem System haben. Was für eine Scheiße ist denn das, bitteschön? Können wir jetzt weitermachen endlich? Ja, damit wir hier nicht die Hälfte der Zeit immer nur pausiert sind. Spaceport lost. Ich brauch deine Hilfe. Denkst du, du kannst ihn hier oben zurückpushen? Alleine. Wie? Ja, den wollte ich eh gerade zurückpushen, aber das ging ja nie, weil es ja schlecht pausiert war. Nein! Wir geben hier niemandem Assoziationsstatus oder sonst was. Der Torkel mit seiner Mini-Flotte hier, der hat plötzlich Angst gekriegt. Was ist denn vom Restorers noch übrig? Der hat hier drüben hat er noch so zwei, drei Planeten. Da hat er noch ein Gebiet. Da hat er noch was und dann hat er aus irgendeinem Grund hier noch was. Der ist irgendwie über die ganze Galaxis verteilt. Jetzt braucht natürlich meinen. Ich kann. Kann ich.
vielleicht gerade keine Hilfe, ich habe gesagt keine Flotte. Ich bin gerade massiv, ich habe 50 Gar gerade zur Verfügung. Okay, dann... Boom. Einen Krieg weniger. Was? Frieden mit Restorers? Ja. Nein. Nein. Hostile Station engaged. Wir können nicht mehr mit denen in den Krieg, wir können immer noch gegen Krieg erklären. Wir haben aber gerade so viele Krieger am Hals, ich komme nicht mehr hinterher. Complete. Der Restore ist aber fast platt. Das ist der, den wir am ehesten gewinnen können. Es ist egal. Krieg kannst du immer neu erklären. Hey. Ja. Ja, aber Krieg kannst du... Wo ist die Flotte jetzt? Wo seid ihr, Ficker? Hab ich euch? Hab ich Ficker nicht. Ihr miesen Fickschnitzel. Hier hoch mit euch. Wie sind wir überhaupt alles im Krieg? Mit zu vielen. Mit viel zu vielen, genau deswegen pieße ich aus. Hostile Fleet engaged. Ich muss eigentlich meine Main gerade machen. 50 Jahre sind weg. Ich freue mich nicht. Hat er den Planeten erobert? Nein, nein. Planetary invasion begun. So. Hostile. Keine Ahnung, wo dessen Flotte mittlerweile hin ist, die 27K-Flotte von dem Torkel. Meine Leute haben bei der Invasion tatsächlich noch 2K lange verloren. Hostile Station engaged. Enemy planet secured. So. Die Front haben wir zumindest geschlossen. Jo, Pandora. Ja. Soll ich für dich Korvetten spammen? Wird das irgendwie helfen? Ich werde bald Krieg anfangen mit der Timon Enlightened Kingdom. Die haben sich in mein Gebiet reingebaut. Nein. Sobald wir mit dem Krieg vorbei sind, weil momentan sind sie noch am Verbündeten. Star Dynasty, das ist wieder ein Krieg mit gefüllt allen. Das können wir fangen jetzt erstmal keine neuen Kriege an, würde ich einfach mal sagen. Weil es werden noch mehr Kriege kommen, weil die zweite Krise kommt in den nächsten Jahren safe wieder an. Garantiert. Es ist. Versprengte Ketten! Es ist ein scheiß Wunder. Dass wir die, Jan Witten so schnell besiegt haben. Es ist ein scheiß Wunder. Es lag halt nur daran, weil sie in Soch gespawnt sind und meine Armee in Bereicherung war. Das Problem ist, meine Armeen sind jetzt überall verteilt. Hostile Station engaged. Naja. Sowas, hier sind Inquirers. Wer sind die Inquirers schon wieder? Hast du Legierung für mich, potenziell? Nee. Ich blick schon mit den ganzen Feinden, die wir haben, nicht mehr durch. Wer sind die Inquirers gewesen? Die Inquirers? Mit denen sind wir nämlich offenbar auch im Krieg und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Es kann sein, dass es der fucking Aufstand hier oben ist. Da sind meine Schiffe.
Hostile Station engaged. Ich habe irgendeinen Kampf geführt, den ich hart verloren habe. Ach, ich weiß was. Mhm. Natürlich habe ich den Kampf nicht gewonnen. Hostile Fleet engaged. Da, warum ist meine Flotte nicht da weggeflogen, wie ich es ihnen gesagt habe? Zurück. Das ist, weil sie engaged sind, kämpfen sehen. Aber die waren ja eigentlich nur auf der Durchreise und der ist so schnell gewesen, dass sie auf der Durchreise abgefangen haben. Scheiße, ich bin gleich beim Portal wieder rüber. Greift ihr die da so rum dann überhaupt an? Jetzt muss ich erstmal warten, bis die wieder zurück sind. Jetzt habe ich nämlich bin ich notweise geflohen. Ja. An alien empire has established communications. Research station lost. Research station lost. Uralten Dinger, ey. Langsam hasse ich die langsam. Ich werde die nicht mehr erforschen in Zukunft. Das reicht mir langsam mit der Scheiße. Also ich kann keine Schiffe bauen, weil wir das Haus am Fenster. Research complete. Construction complete. Ship Design. Hab ich auch gemacht. Das reicht, das sollte aber eigentlich nicht reichen. Research complete. So, jetzt mache ich den aber platt. Hostile fleet engaged. So. Wir dürfen nicht mehr kämpfen, Leute. Was? Wir dürfen nicht mehr kämpfen? Es gibt keine Schilde mehr in der Galaxie. Das heißt, meine Superschilde sind nutzlos. Wieso gibt es keine Schilde mehr in der Galaxie? Weil ein Sturm aufgekommen ist. Ein Sturm. Und außerhalb der Galaxie? Bei den Eltern? Ich weiß nicht, ob der Sturm da wütet. Das kann sein, warte. Müsste. Ich kann nachschauen, ich habe eine Truppe da oben. Nee, außerhalb geht's. Ach so. Das heißt, wir können das Eltern klären. Ja, da bin ich nämlich gerade dabei, geforschen, damit ich da... Kann ich da potenziell mitmachen, bald. Okay, dann kümmert ihr zwei euch ums Eltor. Ich halte die eine Station, macht das Klingel. Hostile Station engaged. Okay, wenn du es clear hältst, dann tue ich meine Truppen bewegen. Und cleare den Rest. Problem ist, Locken hat schon ihren Alien Empire da. Has established communications. Die werden das wieder alles klauen. Ist scheißegal, wir können sie immer noch töten. Wir können alle danach immer noch töten. Einer nach dem anderen. Kein Problem. Jetzt ist meine Flotte so verdammt langsam. Ja, Locken klaut das schon. Ich bräuchte Legierung potenziell. Schiffe. Ich bin gerade dabei, alle Schiffe zurückzurüsten. Hostile Station engaged. Damit ich keine verkackten Artefakte mehr brauche. Weil es langsam fuckt mich das ab. Außer beim Titan, da lass es, glaube ich. Obwohl, warte, der An Alien Empire has established communications. Anführen. Holen wir mal zwei Titanen dazu und ein paar Schlachtschiffe und keine Ahnung, Hostile Station engaged. Bisschen Kleinzeug, so Aquavetten, ein Dutzend, einfach mal so reichen. Oh.
An alien empire has established communications. Ja, es ist einfach frustrierend, dass meine Flotte so langsam ist, dass ich dem eigentlich nur hinterherfliegen kann. Hostile Station engaged. Weswegen hat er uns denn überhaupt angegriffen? Ich habe keine Ahnung, weswegen. Wer? Ich blick bei den ganzen Kriegen eh nicht mehr durch, die wir hier haben. Inquirer und die Torkel haben wir. Was bist du? Bist du ein gefallenes Reich? Flink wird gewonnen. Wir haben ein gefallenes Reich gefickt. Echt? Nice. Welches? An alien empire has established communications. Hostile fleet engaged. Die Wirtschaft? Tatsache. Oh. God fucking yes. Ein Krieg weniger. Jetzt kein Problem. Bisschen. Dann gehe ich da oben nochmal wie ein Forsen. Ich schicke gleich 70 Tar nach oben. Das ist Restorers. So, Zeit, eure Piratenflotten wieder loszuwerden. Research complete. Was kann mit die Flotte da eigentlich rum? Ich lasse meine Flotte erstmal hier versammeln. An alien empire has established communications. Warum braucht das? Okay, Pandora, kannst du mir ganz kurz erklären, wie der Schiffsdesigner funktioniert? Wieso ist das schon wieder pausiert? Weil ich kurz den Schiffsdesigner lernen muss. Ah. Ganz. Ja, sorry, aber gewöhnt euch dran. Mensch. Wieso? Wieso kann man das nicht im Spiel lernen? Weil ich es nicht raffe. Darum. Ich habe es versucht, gut zu machen, aber es ging nicht. Er wurde zurückgesetzt. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Weil du machst dir seine automatisch generieren aus. Man klickst auf das, was du haben willst. Schlachtschiff zum Beispiel. Ja? Design, Schlachtschiff. Das Design kannst du eigentlich 1:1 von mir übernehmen. Ah, da unten. Meine Fresse. Pass auf, dass du keine neuen Templates kreierst, keine neuen Designs, sondern die nimmst, die schon da sind, dann tauschst du die automatisch aus und musst nicht später okay, die alte Templates. Okay, passt alles, danke für ein Bierkanone. Braucht noch irgendjemand Mineralien oder Energiecredits? Mineralien, Konsumgüter brauche ich halt immer, aber die hat ja irgendwie jemand. Ich hab dir doch übelst viele schon reingedrückt. Ich mache aber 116 minus einfach. Schau, was ich machen kann. Gib mir. Wie viel machst du minus? 116. An alien empire has established communications. Incoming transmission. Wir müssen uns gleich zusammensetzen und Strike Force irgendwo ansetzen. Ja, das klingt gut. Ich würde sagen, dass wir die Inquirers zuerst wegmachen. Weil dann haben wir eigentlich weniger am Hals. Mhm. Ja, ich bin ja prinzipiell dabei gewesen, aber ich muss erstmal meine Flotte ein bisschen wieder reparieren, weil die sind aber doch sehr mitgenommen. Ich baue einfach ein neues Schiff von mir, es ist so scheißegal, was mit meiner Flotte passiert.
weil es zu lange dauert, sie zu reparieren und so weiter. Deswegen brauche ich einfach immer neue Schiffe. Ach so. Ja, dafür weiß ich nicht, ob ich dafür genug Zeug habe. Research complete. Incoming transmission. Was Incoming Transmission? Ach so, Great Wind Forschungsabkommen. Ja gut, Great. Sind mir eigentlich ziemlich egal. Warum übernimmt der die Scheiße nicht? Ich raff es nicht. Baust du die Schiffe gerade? An alien empire has established communications. Nicht, dass ich wüsste. Hast du rechts auf Save gedrückt? Safe ist ausgekraut, warum auch immer. Hast du. Research complete. Wir werden automatisch generieren aus. Und den Namen habe ich. Habe ich. Hast du was dran geändert, bevor du safe gedrückt hast? Ja. Es geht nicht. Geht nicht. Ich mach mal kurz einen Stream an. Ja, ihr könnt hier mitschauen. Ich schau sofort. Weil langsam fuckt mich das extremst ab. Ich will, wie gesagt, hier unten ist automatisch generieren aus. Ich will beim Schlachtschiff alle uralten Sachen ausmachen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier erstmal die Giga-Kanone weggemacht. Ich meine, ne? Und nehme Kraken 2 ein. Dein Schiff hat nicht genügend Energie. Ah, da nichts. Leistung. Ich würde erstmal alles anpassen, bevor du sagst, ja, okay. Ich höre euch, wenn du da hast, Crash gleich. Das wird nicht wirklich besser. Das wird nicht besser, ist schlecht. Wenn du auch nicht schlechter wird, ist eigentlich gut. Minus 24. Pandora, warum hängst du so viel hinterher? Weil ich gerade einen Stream von Johnny gemacht habe. Ach so. Jetzt wird's besser laufen. Brauch halt Landungsflotten. Da drüben. Landungsflotten? Wo? Am besten hier oben, in der Zone. In der Zone habe ich ja schon eine Transportflotte. Hast du sie auf aggressiv gestellt? Ich schicke die gerade mal da genau zu dem System rüber, es ist ja so drei Systeme weiter. Mach bitte auf Flottenhaltung aggressiv, weil dann landen sie automatisch.
Flottenhaltung auf aggressiv. So, dann kommt jetzt eine 4K-Armee gleich an. Je weniger Krähe, wie findest du besser? Warum hat Ich weiß nicht warum, was auch immer los ist. Ich frag mich, warum da gerade ein Zylinder flacht. So was hinterfrage ich gar nicht mehr. Research complete. So, euer Handel müsste jetzt besser fließen. Mehr Energiequests für euch bekommen. Das XP minus Verlust an Föderationserfahrung. An alien empire has established communications. Weil ich nicht mehr Leute da reinsetzen kann. Ach so. Vergiss die Senatsabstimmung nicht. Das wird denn abgestimmt? Ratsgröße ändern 2. Sind wir dafür oder dagegen? Dagegen. Spaceborne Lifeform encountered. Was wird gerade im Senat? Reguliertes Wachstum, Loyalitätsänderung monatlich, Reichsgröße von Systemen. Na, ihr seid alle dagegen, dann bin ich auch dagegen. Ist da oben jetzt endlich mal eine Schicht im Schacht? Oder muss ich jetzt selber mal durchfliegen? Wo Schicht im Schacht? Ich schicke jetzt 100 Karma da rein. Ich habe jetzt ja endlich ein bisschen Flotte aufgebaut. Was ist mit dem restlichen System? Ich fliegen mal. Hier drüben mache ich mal. Sassan, kann ich nicht alleine einnehmen, das kann ich knicken. Ja, Lust, ich hoffe, du siehst, dass ich überall versuche, meinen Handelwert ein bisschen weiter hochzutreiben. Ich bekomme wieder positive Energiequellen, das ist also durchaus. Wenn du negative Energiequellen hattest, hättest du das sagen können. Ich hatte negative 300, aber wie gesagt, das schwankt bei mir ziemlich stark. Jetzt habe ich wieder plus 900. Wie gesagt, es schwankt sehr stark. Ach so. Ja. Ich habe schon lange keine negativen Energiegrades mehr. Lass doch, ich habe jetzt plus 900. Nimm es einfach an. Nein, das ist zu viel. Ach. Ich bräuchte auch keine Energiegrades, ich habe eh voll. Weg. Construction complete. Hostile fleet engaged. System survey complete. So, dann gehen wir noch mal darüber und machen den Inquirers jetzt endgültig fertig.
Also würde ich ja, wenn meine Flotte dann irgendwann mal ankäme. Ich würde so gerne diese Schiffe bauen, die diese Naniten-Dinger haben. Mhm. Wie riesig ist der Torkel einfach mittlerweile? Ich hab sogar ein paar. Naniten habe ich sogar ein paar. So, okay. Der Sturm hat sich gelegt, das ist gut. Das kommt genau zur rechten Zeit. Das ist die Föderationsflotte und einer meiner Flotten da oben. Ich ziehe meine Flotten jetzt runter und den Spacken jetzt hier nicht zu tun. Hostile Station engaged. Ja, das ist der Sturm. Lol, genau. Meine Heimatwelt heißt halt Tempest. Das ist lustig. Deswegen war ich gerade vielleicht verwirrt. Planetary Invasion begun. Meine Flotte aufbauen. Dankeschön, das ist ja richtig geil. Was haben wir denn jetzt schon wieder für Probleme? Niedrige Stabilität, wo... Upgraded. Hey, dann reparier du mal. Auch 50 Pop-Ups. Ich habe das keine Kolonie verloren. Mehr, was bei mir überhaupt abgeht. Ich habe mittlerweile aufgegeben gefühlt. I just go. Kann ich das nicht reparieren? Dieses Gebäude reparieren deaktiviert. Hostile Fleet engaged. Wieso kann ich bei allen Sachen nicht reparieren drücken? Zerstört. Ich würde gar nicht erst. Achso, die sind alle schon kaputt. So, ersetzen. Können der Baureihe ein Bauvorhaben hinzufügen? Ja, warum machst du es dann nicht? Ich sag doch ersetzen. Irgendwie macht er das alles nicht. Reiß es halt ab. Planetary Invasion begun. Hier kann ich nicht abreißen. Gesperrter Gebäudeplatz. Seitensphäre abgeschlossen. Hätten die jetzt gesagt, Landwirtschaftsdistrikt bauen, das habe ich dir nicht gesagt. So, mal kurz zusammenreißen und nochmal kurz durchmachen. An Alien Empire has established communications. Was bist du? Red mit mir bitte. Wie kann ich dir helfen? Irgendwie hänge ich gerade auch hinterher ein paar Tage. An Alien Empire has established communications. Hostile fleet engaged. Research complete. So, Beta Hydri nehme ich doch mal ein. Planetary Invasion begun. Ich mache gerade aus irgendeinem Grund wieder 140 Konsumgüter minus. Wurden Gesetze? Enemy Planet Secure. System Survey. Kunde der Enquirers. Ja. Ich habe keinen Plan darum. Manage deine Planeten. Ich habe an meinem Planeten nichts verändert. Incoming Transmission. In den letzten 10 Jahren. Ja, genau, daran liegt es.
Me, myself, was? Bin verwirrt. Du musst deinen Planeten auch verbessern, aufbessern, ihm mehr Jobs geben und so weiter und so fort, weil deine Leute machen trotzdem weiter mit der Population. Deine Population wächst trotzdem weiter. Ja, aber hier sind überall Jobs und die sind alle vollgefüllt mittlerweile schon. Ja, dann musst du ihm neue Jobs geben. Der Planet ist voll lederlos. Und die haben alle Jobs. Was, was? Patrick ist hier, ne? In meinem gesamten Reich ist kein einziger Angebot. Einfach ignoriert worden. Okay, ja, dann ignoriere ich ihn auch. Ist okay. Warum mache ich so viel Konsumgüter minus? Wer braucht hier so viel? Nimm doch meinen Handelsantrag an. Achso, ja, den übersehe ich hier mittlerweile komplett, weil hier so viel aufploppt immer. Ich nenne den nochmal. Oder? Hast du schon? Ich hab's angenommen. Machst du immer noch Minus danach? Aktuell noch, aber das dauert. Jetzt mache ich ein bisschen Plus wieder. Unabhängige Tribunal, nein. Was machst du da hinten? Du sollst nicht da hinten sein, du sollst hier. An alien empire has established communication. Da brauchst du eine Sternbasis so. Bevor hier gleich wieder der Locken kommt und meint, alles klauen zu müssen. Ich hab keinen Bock mehr, mich durchkämpfen zu müssen, dass ich durch Reiche durch darf. Also, da kommt eine 400.000er Flotte jetzt vom Torkel. Wo? Hier oben bei der Star Dynasty ist der gerade. Ja. Ich versuche dort hinzukommen. Habt ihr das überhaupt nicht mit der Flotte? Also meine Flotte wird den nicht aufhalten können, so viel ist klar. Debris analyzed. Meine Flotte auch nicht. Meine Flotten sind sehr verteilt momentan. Ich habe die Allianzflotte. Das also, du bist gerade der Führer? Na, ich weiß es nicht, aber ich bin nicht die Allianzflotte, aber ich hab hier. Wenn du der Führer bist, wär's gut. Am Arsch. Ich bin nicht der Führer, wohin soll ich? Du bist nicht der Führer? Hier unten. Pandora ist der Führer. Noch immer. Ja, ich. Ich bin aber der Führer der alliierten Flotten. Ja, dann steht die alliierten Flotten da hin. Aus irgendwelchem Grund folgen die meinen Flotten. Ah, okay. Wahrscheinlich. Ja, so nach dem Motto, alles ist besser als Pandora folgen. Ja, weil sie gesehen haben, was passiert. Pandora kämpft gegen große Flotten, ne? Ja, und meine Rasse, die tun halt einfach sich Raumanzüge anziehen und anfangen, Gold auf ihre Schiffe zu hauen. Ach so. Wieso? Weil wir es haben. Pandora, nimm deine Energie. Weil wir mehr Gold als Stahl haben, darum. Ich könnte sie nicht zurücknehmen. Construction complete. Weil ich immer noch plus 2k mache. Dann werde ich jetzt minus mit K machen. Versuch ihm zu helfen. Er so, ja, okay, ich gehe in Frozen rein, tschüss. Das ist doch literally, was jeder große Staat der Welt tut. Schulden abbezahlen. Nein, wir verschulden uns weiter. Complete. Ja, aber nur weil das alle so machen, heißt das nicht, dass du das auch so machen musst. Doch. Ich habe gerade 300 Legierungen mehr gekauft. Das Problem ist, ich mache immer noch Plus. Soll ich mal ein paar Legierungen kaufen? So, jetzt ist die große Flotte zumindest hier. Jetzt gibt's hier gleich den epischen Kampf. Nein, du machst alles teurer. Hör auf! Also es würde einen epischen Kampf geben, wenn er sich nicht zurückziehen würde, wie die feige Sau, die er ist. Debris analyzed. Ich hätte übrigens wieder mal 58.000 Legierungen. Ja, an alien empire has established communications. Ich mach bitte wie viel Kredits im Monat minus 4.000? Pandora, warum lässt du dich hier gerade von dem platt machen? Was? Hier bei Escola. Oh. Ich hab meine Flotte gefunden, ich hab jetzt eine 300k-Flotte. Ach so, plötzlich! Hin, Pandora? Ja, meine Pandora? Augen waren gerade hier! Wo soll ich hin? Ich kann nicht da und da hinschauen. Doch, kannst du.
habe ich beschlossen. So, was ist... Achso, wo du deine Flotten hinschicken sollst. Es wäre gut, wenn du anfängst... Es wäre gut, wenn du anfängst, dich hier hochzubauen. Schaffst du das? Johnny. Wird machbar sein. Johnny. Ja, sag machbar sein. Okay. Construction complete. Du mich hier hochkämpfen dann einfach. Genau. Gut. Okay, die Flotte in diesem System wurde vernichtet. An Alien Empire has established communication. Warum habe ich jetzt Piraten und vor allem wo habe ich Piraten? Warum sind da Piraten gespawnt? Was kommt da nur an Handelswert? Da ist nicht mehr Handelswert. Warum spawnen da Piraten? Warum habe ich so viel? Und Pandora, du lässt dich schon wieder platt machen von dem. Okay, da ist er mir aber jetzt gerade hinterhergesprungen. Ja. Ich wollte gerade die Flotte hier oben angreifen. Kannst du nicht denken, hier. Die. Planetary Invasion begun. Ich hab jetzt doch keine Zone. So, Friake wird eingenommen. Ich weiß nicht, was der für eine Strategie verfolgt, hier der Torkel, aber der fliegt irgendwie zwischen Eskolla und Kajan die ganze Zeit. Und jetzt fliegt er in Beta Hydri rein. 10 Jahre, ja, Station under attack. Spaceport lost. Ich hätte gerne kein Habitat, ich hätte gerne, Ich mein, Beta Hydri, ja, das tut jetzt nicht so weh, das war eh, Ja. Jemand müsste mal in Friake. Ich bin gerade dabei, Friake mit Armee einzunehmen. Also ich bin im Epizentrum, aber da ist eine ziemlich starke Armee von dem auch drauf. Deswegen dauert das gerade. Der hat da 2000 Verteidigungsarmee einfach geparkt. Ja, du kannst dir deine eine Flotte nehmen und das bombardieren. Ich ziehe mit der Allianzflotte schon mal vor. Und tu das, was dann in Kajam ist. Oder was vielleicht durch Kajam kommen sollte. Also hier die Fäulnisfrüchte, die sollten wir sogar ohne Bombardierung hinkriegen, aber ich mach's, komm, Sicherheits aber trotzdem mal. Oh, die Prozession auf Loki. Ja, eins weniger. Was steht in meiner, Richtlinie, was bombardiere ich denn orbital? Orbitalbombardierung willkürlich? Nee, wir machen hier selektiv. Bringt ja nichts, wenn wir hier einfach willkürlich Sachen kaputt bomben. Hostile fleet engaged. Ich merke gerade, Metz-200K-Flotte ist da oben gerade ein bisschen isoliert. Warum ist der jetzt mit einer 200K-Flotte bei mir drin, während ich bombardiert habe? Alter, ich guck 2 Sekunden nicht hin und dann kommt der wieder mit seiner fetten Flotte und macht meine komplette Flotte kaputt. Wir kommen meiner weg. Ich kann doch nicht im Planet sein und gleichzeitig sehen, wo der ist. Ich kann nicht meine Wirtschaft machen, micromanagen, Flotten ausbauen, Krieg führen. Mehrere Flotten. Gleichzeitig. Hm. Du trotzdem von mir verlangt, also machst du es auch. Ich kann vor allem auch keine neuen Flotten aufbauen, weil ich für alles diese scheiß Artefakte brauche, die ich nicht kaufen kann. Er ist irgendwo wieder hingesprungen und konnte ihn nicht verfolgen. Incoming Designer und dann. Ja, mit dem kenne ich mich doch nicht aus. Ich hab mich auch nicht in Just gekannt. Mach's halt on the fly. Ja. Ja, das zumindest, wie funktioniert das hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Gesagt, ich soll es auf dem Fly machen, ne? Ich hab dir auch kleine Artefakte gesendet, dass du sie noch brauchst. Evading also, hostile fleet. Meine Battleships, die Construction ship under attack. Ich weiß überhaupt nicht, wo hier irgendein Construction Ship ist irgendwo kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo das überhaupt war. Weil diese Karte so unübersichtlich ist. Weg hier!
haben zufälligerweise Transportflotten Rungantriebe. Ja. Okay, jetzt habe ich den Planeten eingenommen, aber kann natürlich schlecht weg von hier. Wie kann ich... Wie kann ich meine Flotten wie ausrüsten? Schiff Design oder was? Wenn sie schon auf dem neuesten Standard sind, können sie automatisch tun, das wirst du dann auch sehen. Ich meine, Bodentruppen. Ja, wenn du mir zuhören würdest, dann wüsstest du jetzt, was ich gerade gesagt habe. Entschuldigung, weil... Bitte, zieh es mir nochmal. Indem du auf sie draufklickst und ein bisschen rausscrollst, siehst du, ob sie bereits springen können. Wenn sie nicht springen können, aber du Sprungantriebe schon erforscht hast, dann gehst du zu deiner nächstbesten Sternenbasis, machst rechtsklick drauf, auf neuestes Design verbessern. Und dann haben sie Sprungantriebe. Ah, da ist der Sprungbutton. Perfekt, danke schön. Perfekt. Weil ich bin hinten in der Bubble drin. Ach, mein Typ ist. Mein Gouverneur. Dann ficken wir mal. Beide meine Gouverneure sind verstorben. Das ist das Wunder. Dann ficken wir mal. Meine Wirtschaft vollends. Das ist eine gute Idee. Nicht, wenn ich darum besser bin, meine eigene Wirtschaft zu ficken. Das glaube ich gerade weniger hin. Ich mache gerade minus 700 Credits. Weil ich hab... Minus 1000. Oh. Ja, was macht aber ihr falsch? Gesagt, das hat bei mir nichts zu sagen. Bei mir liegt das halt einfach daran, weil ich... Nee, los, danke. Was? Danke. Für was? Für deine Stimme. Er will damit sagen, dass du aufhören sollst zu reden. Wieso? Nein, ich sage danke für seine Stimme. Schaut mal in den Dankeschön. Senat. Ach so, im Senat. Wächter nominieren, Citizen Sieg von Mirov. Research complete. Ja, den finde ich gut. Hallo? Der Einzige, der sich noch nicht entschieden hat, ist Johnny. Irgendjemand muss den Krieg für uns führen. Beziehungsweise für mich. Ich bin dafür ausnahmsweise, obwohl ich gerade diplomatisch durch die Decke gehe anscheinend. Der Hosey ist als einziger dagegen, keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Er ist mein Feind. Ach so. Apropos, ich kann jetzt einen Dingsmerk bauen. Ich kann jetzt endlich einen Schiffswerfplaneten bauen. Ja, ich meine, nicht Planeten, sondern Basis, ja. Mega-Schiffswerf, meinst du wohl? Research complete. Apropos diplomatische Haltung, Bedeutung. Ich muss mir einfach Schiffe bauen. So. Bring mal mit der, dahin.